Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen heute im T26E5 Patriot, dem relativ neuen Tier 8 schweren Panzer. Den Amerikaner, den es jetzt Anfang des Jahres 2017 nochmal im Premium Shop zu kaufen gibt. Deswegen versuche ich jetzt mal noch ein paar Rundchen mit ihm zu fahren und euch den Panzer etwas näher zu bringen. Es ist ein schwerer Panzer. Er hat auch, muss man sagen, eine relativ gute Panzerung. An der Wanne sind es 152 mm und ihr seht, das ist auch ordentlich gewinkelt. Und am Turm sind es 190, wobei die Gunblende, glaube ich, sogar 280 hat. Das heißt, wenn ihr den Turm frontal zum Gegner stehen habt, ist eigentlich nur die Kommandantenluke so ein bisschen so ein kleiner Weak Spot, sage ich mal. Ansonsten, wenn ihr auf Tier 8 kämpft, dann haben die Gegner da schon Schwierigkeiten durchzukommen. Huch, sorry IS. Ansonsten, er ist gar nicht so unmobil. 15 PS pro Tonne Leistungsgewicht hat der. Und was auch sehr schön ist, er schießt schon standardmäßig APCR und hat dann nur noch mal eine Premium-Variante, die ein bisschen mehr Pen hat. Ach, dort steht der gute Bulldog. 240 Alpha, das ist natürlich jetzt für einen 8er Heavy nicht wirklich viel, muss man sagen. Allerdings schießt die Mühle aller 6,08 Sekunden. Ihr seht es bei mir zumindest. Das ist mit Ansetzer und mit Schade und mit Lüftung habe ich, glaube ich, drin. Wir gucken dann gleich mal in der Garage, was ich genau drauf habe. Und ja, was ihr schon seht, ich fahre hier auf die Medline. Das Ding ist im Prinzip so ein kleiner Supporter für die Mediums. Ich dachte, den Bulldog treffe ich da. Also es ist jetzt kein rein rassiger Heavy, da würde ich ihn nicht unbedingt empfehlen. Die Kanone hat eine Genauigkeit von 0,38 und schießt hinreichend genau, sage ich mal. Also ein Long Range Sniper ist das auf jeden Fall nicht, das müsst ihr wissen. Und ja, 230 Pen, das ist natürlich für einen Tier 8er ziemlich, ziemlich gut, muss man sagen. Damit habt ihr eigentlich alles, was so Tier 8 und Tier 9 ist, relativ wenig Probleme. So, der 110er, der wird schwierig. Kommen wir eventuell auf den Tiger drauf? Ja, kommen wir. Haben wir den doch getroffen? Der ging jetzt so schnell raus. So, 110er, wir kommen. I'm coming for you. Allerdings müssen wir uns hier ein bisschen ranhalten. Die linke Seite sieht nicht wirklich gut aus. Ah, den haben wir getrackt, sehr gut. Ja, 6,08 Sekunden, das ist echt eine Hausmarke. Damit kann man den Gegner schon mal nerven. Ziemlich weg DPM, muss ich sagen. Das ist schneller als auf dem Korea-Patton. Ah, der ist da weggefahren. Oder auf einem Mutz. Oder auf einen anderen Panzer, der so mit 90 mm Kaliber rumfährt. Das ist schon... Wow, das ist schon ziemlich gut. Wo ging der Schuss hin? So, den haben wir rausgenommen. Und ich würde sagen, ich verdrück mich jetzt mal zurück. Der SDR-1, schade, der hat scheinbar repariert. Der ist da nicht stehen geblieben. Ja, ich komme ja schon zurück. Oh, Jagdtiger. Wobei, auf den Jagdtiger hätte ich gern noch ein Schüsschen. Aber da haben wir, da seht ihr, das ist das Problem. Da ist die Kanone nicht mehr genau genug, um da die Weak Spots anzuvisieren. Den nächsten Schuss haben wir auch leider nicht getroffen. Keine Ahnung, ob der getroffen hat. Egal, wir müssen jetzt zurück. Das nützt hier nichts, dieses Long-Range-Rumgesnipere. Dafür ist der Panzer nicht gemacht. Das ist eher ein Panzer für mittlere Distanz, wo der Gegner nicht die Möglichkeit hat, die Weak-Spots von uns anzuvisieren. Und wir aber noch ausreichend Chancen haben, mit unserer halbwegs genauen Kanone auch zu treffen. So, Emil... Jagdpanther, Haus im Weg.
Komm, bleib da stehen, mein Freund. Nein! Komm, 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 komm. Das gibt es nicht. Ich treffe ihn nicht. Gut, wir bewegen uns weiter zurück. Ich hätte gern schon noch ein bisschen Schaden gemacht. Die Runde sieht es im Moment nicht so gut aus mit 5 zu 8. So, jetzt müssen wir uns hier irgendwie so ranroppen, dass wir durch den Berg, wo der Emil und der Bulldog steht, nicht aufgehen. Hallo Udes, du bist natürlich ein Problem für uns. Du bist erstmal hinterm Haus. Ah. Yes. Problem ist jetzt, dass wir hier auf nichts wirken können. Kommen wir auf den T29? Oh Gott. Ja, der Udes ist da jetzt in einer sehr, sehr guten Position. Der hat einen verdammt guten Turnwert. Und der Liberté hat natürlich auch eine Frontpanzerung, die gefällt mir so gar nicht. Da haben wir auch mit 230 mm ein Problem. Da müssen wir entweder die Premium-APCR schießen, die hat 259, das ist jetzt nicht so die Mega-Steigerung. Oder wir müssen schauen, dass wir seine schwache Seite kriegen, denn ja, die Liberté-Panzerung an der Seite ist schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Und wir nutzen jetzt hier die Büsche, um uns an die Kollegen so ein bisschen ranzuarbeiten. Da haben wir den T29. So, sehr gut. Das war schon mal Nummer 1 und wir sind dadurch nicht aufgegangen. Wo ist der Liberté hin? Ja, dann versuchen wir es halt auf den Emil. Aber auf den Emil komme ich nicht. Komme ich auf den Bulldog? Auch nicht. Der traut sich da allerdings vor. Ja, den haben wir nicht getroffen. Den haben wir nicht getroffen. Tja, da ist der Liberté. Aber der ist außerhalb der Zeichenreichweite und ich weiß nicht, ob ich da aufgrund der Häuser hinschießen kann. Der Emil ist so das Gefährliche. Ansonsten würde ich ja auf den Udes irgendwie drauf fahren. Und der STA-1 ist auch wieder lange nicht offen gewesen. Das ist so ein Problem. Beziehungsweise, da haben wir doch den Udes. So, mein Freund. Ich bin offen. Warum reagierst du nicht auf mich? Jetzt fährt er zurück. Hätte ich vielleicht versuchen sollen, seine Kette zu bekommen. Der ist schnell. Der ist wirklich schnell. Wir haben ja auch noch eine Art im Spiel. Eine gegnerische. Ah, das sieht alles andere als geil aus. Ja, wir sind wieder offen. Da ist die Arti. What? Die Arti verschießt auf uns. What? Ich prall zweimal an der Arti ab. Das ist echt hart. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gut, da ist die Arti raus. Aber der Udes hat natürlich dadurch das Weite gefunden. Das ist ganz schlecht. Aber dass wir da zweimal an der Arti nicht durchkommen, das kann jetzt gerade gefechtsentscheidend gewesen sein. Da ist der Udes. Sehr gut. Der Schuss war extrem wichtig. Denn dieser Udes hätte uns aufgrund seines Tarnwerts noch das Leben zur Hölle machen können. Ihr habt auch gesehen, der hat uns immer lange aufgemacht, bevor wir ihn aufmachen konnten. Jetzt sollte es gegen den Jagdtiger hoffentlich kein großes Problem darstellen. Der Conqueror ist noch voll. Der KV-5 hat da gerade eine ordentliche Kelle kassiert. Der steht also vermutlich irgendwo auf A1, 2, 3, denn... Ja, da hinten A3. Denn von woanders kann er da nicht hinwirken. So, und jetzt müssen wir hier gucken. Ja, 40 Kilometer pro Stunde Topspeed. Das ist natürlich nicht viel. Und... Ja, 15 PS pro Tonne Leistungsgewicht. Also, er beschleunigt halt gut, aber er ist nicht der Allerschnellste. Trotzdem ist er noch relativ mobil. Also, wie gesagt, man kann ihn wunderbar... als Medium-Support einsetzen. Ich fahre ihn sehr, sehr gerne auf der Medium-Line. Als so ganz klassischen Heavy sehe ich den auf jeden Fall nicht. Maximal, wenn er Top-Tier ist. Aber auch da kommt es sehr stark auf das Setup drauf an. So,
gucken wir doch mal, dass wir den Jagdtiger hier irgendwie rankriegen. Ja, bekommen wir. Wir sind jetzt sogar offen. Ja, da sehen wir, wie stark der Turm ist. Er bounced. Aber die Sache ist halt auch, der Jagdtiger hat einen relativ kurzen Reload. Da hat er wieder verschossen. Also für seine starke Kanone, die er hat. So, Kongorer, wie wär's mal? Hol dir den Jagdtiger. Eigentlich müssten wir haben 5 Kills. Eigentlich bräuchten wir den Kill. Ah, der Kongorer wird das jetzt machen. Der Jagdtiger fährt in Deckung. Das wird wohl leider kein Krieger werden. Da hätte ich jetzt aggressiver reindrücken müssen. Nur hier auf der offenen Fläche ist das natürlich so eine Sache. Ja, ich weiß doch, M103. Was pingst du denn da rum? Ich hätte gern den Kill. Bitte, 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 lass mir den Kill, Conqueror. Ah, jetzt wird er sich ihn aber holen, oder? Nein, vielleicht kriege ich den Kill doch noch. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, da haben wir den Krieger. Schöne Runde, hat mir richtig gut gefallen. Ah, könnte vielleicht sogar ein Panzerass gewesen sein. Ja, vom Schaden her vielleicht ein Ticken zu wenig, aber von den Kills her könnte es gereicht haben. Na? Nein, es war nur eine erste Klasse und vor allen Dingen ein Haufen von diesen Kisten hier. Ich bin immer noch bei festlicher Atmosphäre Stufe 9. Eine erste Klasse, ein Wirkungsfeuer, ein Schläger und einen Krieger gab es. Wir haben 3292 Schadenspünktchen gemacht, 6 Kills, 1327 Basiserfahrungspunkte. Ihr seht, das reicht nicht für ein Panzerass. Da hätten wir zum Beispiel vielleicht den STA-1 noch killen sollen, wo wir ja irgendwie dann einmal den Blindschuss nicht getroffen haben, weil er schon weggefahren ist. Aber sei es drum, richtig gute Runde. Wir haben gesehen, wie stark der Patriot sein kann und vor allen Dingen auch, wie bouncy seine Panzerung ist. Also wie gesagt, der Turm, der lässt schon einiges abprallen und auch mit der Gun Depression von minus 10 Grad eignet sich der Panzer wirklich hervorragend, um an Hügelketten zu kämpfen. Premium Panzer, dementsprechend gibt es ja 83.000 Credits raus. Das ist ja sehr, sehr nett, würde ich sagen. Es war der Tagessieg heute und auch noch der Bonus für die Premium Fahrzeugstufe. Entsprechend sind es dann am Ende 4.181 Erfahrungspunkte. Ich würde sagen, ich lasse es mal bei der einen Runde, weil viel besser wird es jetzt nicht mehr werden, ehe ich jetzt irgendwie versuche, noch 20 Runden zu fahren, um eine ähnliche Runde zu zeigen. Lass mal es lieber mal bei dieser einen Runde. Ich muss ja mal kurz alles zur Seite schieben, um euch den Panzer nochmal zu zeigen. Ja, schließen, schließen, schließen. Ich finde ihn einen sehr schönen Panzer. Wenn ihr euch ihn also noch kaufen wollt, habt ihr, glaube ich, jetzt bis zum 6. Januar dazu die Möglichkeit, noch bis zum 5. abends, ich weiß es gerade nicht genau, ich packe euch auf jeden Fall den Link zum entsprechenden Artikel unten in die Videobeschreibung und dann würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.